Aufladen, selbstverständlich. Danke vielmals, Herr Rutz, und alles Gute 0842 010101. Wir haben gestern zusammen, wo wir telefoniert haben, über die Start-up-Szene geredet. Und da haben wir jetzt den André Silberschmid in der Leitung. Er ist FDP-Nationalrat, der jüngst je gewählt, und er setzt sich natürlich ein für die Start-up-Szene. André Silberschmid, willkommen in der Sendung. Ja, guten Tag miteinander. Guten Tag, Herr Silberschmid. Also, Sie haben Sie einen Überblick über die Start-up-Szene? Wie sieht es denn aus im Moment? Ja, es sieht sehr kritisch aus. Wir sind sehr stolz auf unsere Universität und haben da enorm viele Spin-off-Firmen, also Firmen, die aus der Universität von Studenten gegründet werden. Und die haben momentan Mühe, zum Geld zu kommen. Das sind typischerweise Firmen, die in den ersten Jahren noch keinen Umsatz machen, sondern in Forschung und in Entwicklung investieren. Und die bleiben momentan auf der Strecke, was die Hilfsmaßnahmen angeht, die der Bundesrat bisher beschlossen hat. Mhm. Was könnte man denn da machen? Gibt es denn da irgendwie, was soll ich sagen, Gehör in Bern, dass man merkt, dass da eine Szene ist, die eigentlich nicht am üblichen KMU-Muster entspricht, die aber sehr wertvoll ist, auch wenn man in die Zukunft schaut? Ja, ich glaube grundsätzlich schon. Ich bin jetzt gerade all die ETH-Berichte am Durchlesen für die nächste Sitzung, und dort wird immer gelobt, wie wir ein gutes Start-up-System haben, wie das super blüht in den letzten Jahren. Der Bund hat da sehr viel Geld investiert in die Start-ups, und der Bundesrat hat eigentlich vor eineinhalb Wochen gesagt, jawohl, wir müssen denen helfen, aber hat sich dann letzte Woche nicht können, für eine Richtung entscheiden, und hat das Problem auf Ende April verschoben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir vielleicht auch auf dem parlamentarischen Weg, nächste Woche findet ja die erste Kommissionssitzung wieder statt, allenfalls Massnahmen beschliessen, um die Start-ups zu unterstützen. Ein Ansatz wäre, dass wir die Bürgschaften, die ja heute für KMUs gelten, nicht nur am Umsatz orientieren, wie es heute der Fall ist, sondern vielleicht auch an den bisherigen Investitionen, die tätig worden sind, um so bei den Start-ups auch überbrücken. Genau, weil dann würde auf die Art und Weise ein bisschen Liquidität hineinfließen, weil die Venture Capitalists, die VCs, die ja solche Firmen unterstützen, die sind natürlich jetzt nicht mehr vorhanden. Die tun jetzt auch nicht nachschiessen. Jetzt warten alle ab, jetzt ist alles blockiert, oder? Und dann könnten viele von diesen Firmen einfach gerade jetzt pleite gehen. Das ist doch die Befürchtung. Genau, und das ist das grosse Problem, dass die Investoren, die sonst rum sind, entweder sind sie ganz weg oder sie konzentrieren sich nur auf die bisherigen Firmen, wo sie schon investiert haben. Aber so ein Start-up, also gerade so die im medizinischen Bereich zum Beispiel am Forschen sind, die leben eigentlich von so Investitionsrunden. Das heisst, sie machen alle 12 bis 18 Monate, brauchen die frisches Geld, und entsprechend ist das jetzt nicht mehr vorhanden. Und ich verstehe schon, es hat eine gewisse Kritik gegeben, auch nach dem Artikel gestern in der NZZ, also vorgestern, wo gesagt haben, ja, aber die Start-ups, das ist ja, da gibt sowieso viel Pleite, und da muss man aufpassen, und ich teile die Haltung. Aber man muss sehen, dass gerade die Firmen, die aus der Universität entstehen, eigentlich sehr eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Man redet von bis zu 80% von den sogenannten Spin-offs von der ETH, die erfolgreich sind. Und wenn man die jetzt nicht unterstützt, dann haben wir auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren das Problem, dass wir zu wenig Innovation haben. Petra Gössi, eure Präsidentin, die blasst ja das gleiche Horn wie die SVP. Möglichst schnell zurück zu der Normalität, seht ihr das endlich? Ja, also ich finde, das muss man sehr vorsichtig sein. Ich bin im Grundsatz der Meinung, dass die wirtschaftlichen Folgen von dem Lockdown, dass das enorm wird sein. Ich habe ja selber eine Restaurantkette mit 6 Restaurants in 3 verschiedenen Städten in der Schweiz. Und wir sehen selber, was das heisst, wenn man von heute auf morgen muss alles schliessen. Wir können nur noch Delivery machen. Haben durch das etwa 70% Umsatzeinbuß. Also wir werden überleben. Wir werden auch keinen Kredit müssen beantragen, weil wir halt auch auf Zeiten gelegt haben, in den guten Zeiten. Aber ich meine, bei sehr vielen Firmen und Selbstständigen geht es wirklich eingemacht. Und darum ist es sicher wichtig, dass man im Mai wieder Schritt in die Normalität kann gehen. Wobei, das wird Monate gehen, bis man wieder die Wirtschaft annähernd so funktioniert, wie es vor Corona funktioniert hat. Und entsprechend denke ich, wir dürfen sehr schön bewusst werden, in ein paar Monaten, wie einschneidend die Massnahmen jetzt gewesen sind, aber natürlich auch zu Recht so einschneidend gewesen sind. Ich denke, wir können wirklich froh sein, dass unsere Spitäler im Vergleich zu anderen Ländern eben nicht überlastet sind. Wie sehen Sie denn, oder was erwartet Sie für Schritte, die der Bundesrat am nächsten Donnerstag wird erklären und verbreiten und uns mitteilen, wie es dann am 26. April soll aussehen?
gut, ich denke, dass sicher die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die eben nicht sehr möglich die Leute aufeinander sind, dass man dort erste Lockerungen kann sehen. Thema Coiffeur ist natürlich ein grosses Thema. Dort habe ich ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht Experte, um da zu beurteilen, ob das schon möglich ist. Aber ich denke, die schrittweise Lockerung, die muss jetzt wirklich, es muss den Leuten einen Plan gegeben werden, wie es aussieht. Weil ich glaube, ich habe es ein bisschen speziell gefunden, einerseits den Lockdown zu verlängern und gleichzeitig zu sagen, es gibt eine Lockerung, weil dann haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, gut, wenn es ja eh Lockerung gibt, dann kann ich jetzt auch schon ein bisschen lockerer unterwegs sein. Darum, ja, denke ich, ist jetzt wirklich wichtig, dass der Bundesrat da klar kommuniziert und auch das Thema mit den Masken, glaube ich, dass es da schon auch eine Klärung braucht und allenfalls muss man im Nachhinein sagen, jawohl, wir hätten schon früher, wir können die Empfehlungen aussprechen. Das sind jetzt auch Themen, die uns werden an den Kommissionssitzungen in den kommenden Tagen beschäftigen. Wie sind jetzt eigentlich so die Fronten? Kann man das schon ein bisschen sehen, politisch? Oder eben FDP und SVP, die sagen, die Wirtschaft über alles und wir möglichst schnell zur Normalität und so weiter. Auf der anderen Seite die SP und die Grünen und die Grünliberalen viel zurückhalten, die sagen, es geht vor allem um Menschenleben und dürfen vor allem nicht riskieren, dass es möglichst schnell eine zweite Welle gibt. Haben Sie das Gefühl, dass das in diesen Kommissionssitzungen sich genauso wird präsentieren? Ja, es kommt natürlich auf Kommissionen drauf an. Also die Gesundheitskommission tut man nicht über die wirtschaftlichen Massnahmen gross diskutieren. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass alle Parteien haben das Menschenwohl im Fokus und der Gemeinsinn und da will niemand das eine gegen das andere ausspielen. Wir sind uns vielleicht mehr bewusst, dass halt die ganze Gesellschaft und das ganze Gesundheitssystem auch auf eine funktionierende Wirtschaft basiert, dass es letztendlich eben auch andere Probleme kann geben, wenn der Lockdown zu lang stattfindet. Und wir sehen jetzt, dass in Österreich schon recht mutig, aber recht progressiv da die ersten Öffnungen kommuniziert worden sind. Und ich denke schon, dass das politische Hickhacken, wenn man so will, das wird sicher wieder zurückkommen. Aber auch dann ist es wichtig, dass man sich am Schluss gemeinsam aufeinander kann besinnen. Und das sind wahrscheinlich dann eher Polparteien, die dann eben nicht den Kompromiss machen, sondern dann eher die Parteien, die zwischen den Polparteien sind. Mhm, aber Sie unterstellen jetzt damit, implizit mindestens, dass der SP die Wirtschaft einfach zu wenig wichtig ist? Gut, wenn man einfach gesehen hat, wie Gewerkschaften fungiert haben, die haben schon, wo alle Parteien hinter dem Bundesrat gestanden sind, die gesagt haben, jetzt ist es nicht Zeit für Parteiengeplänke, sind Gewerkschaften reingefahren, sind eigentlich aus dem Verbund raus und haben gesagt, man muss die ganze Wirtschaft komplett abriegeln, da darf niemand mehr arbeiten. Und dann haben ja ein paar Zeitungen relativ schnell gesagt, ja gut, Gewerkschaften verdienen halt auch Geld mit dieser Politik, die sie fordert, weil sie schlussendlich dann entsprechend mehr Beiträge kann kassieren, wenn die Leute arbeitslos sind. Ich muss Ihnen das nicht unterstellen, dass das ihr Motiv ist, aber... Das ist gemacht worden. Das hat der Thomas Matter an dem Sender genau so gesagt, dass die das aus eigenem Interesse machen. Ja, das ist eine Differenz von Thomas Matter zu mir, dass ich eine Bösartigkeit am Menschen generell nicht unterstellen will, aber man sieht schon ein bisschen, dass ich sage jetzt mal, Gewerkschaften da enorm drastisch, enorm schnell rausgesaunt haben, was es jetzt im Nachhinein zeigt, dass es nicht der gescheite Weg wäre. Und ich denke, aber ich habe vor allem im Ohr, habe ich die SVP, die haben als einzige, welche Partei ausgeschert ist vor allem die SVP zuerst, hat da grosse Medienkonferenz gemacht, elektronisch und so, wo alle vorne gesessen sind, natürlich Christoph Blocher in der Mitte, oder mindestens hat es so gewirkt. Und dann ihre Frau Gössi. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, dass von der rechten Seite, dass man Parteipolitik gemacht hat, nicht von der linken Seite. Ja, also die SP ist sicher nicht so aggressiv als Partei. Das haben sie quasi Gewerkschaften als linker Flügel, der da ein bisschen voraus ist. Dann ist eben die SVP gekommen. Und da sieht man, dass eigentlich die Wandel bei der Pol vor allem so ein bisschen das Gärtchen abgesteckt haben. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch an den Mitteparteien, also Freisinn, aber CVP, GLP, vielleicht auch die Grünen noch Leute, um da entsprechend zu schauen, dass wir schrittweise das Land wieder in die Normalität führen. Ich denke, das ist im Interesse von uns allen und letztendlich ist auch eine funktionierende Wirtschaft in unserem Interesse, natürlich vorausgesetzt, dass wir kein gesundheitliches Fiasko haben. Genau, und das muss man ja verhindern, eben, weil wenn es dann eine zweite Welle gibt, das wird dann viel schlimmer, auch psychologisch viel schlimmer, weil wenn es dann plötzlich heisst, jetzt müssen wieder alle heimgehen, dann ist nicht gut, oder? Das muss man verhindern.
absolut. Ja. Und danke vielmals. Ja, danke vielmals für den Austausch. Ja, nein, ich kann nur noch anfügen. Natürlich ist jeder Schritt in die Lockerung auch ein Schritt in die Ungewissheit. Also, das müssen wir uns bewusst sein. Wir können da nicht einen Plan schmieden und sagen, wir verfolgen wir und so wird. Also, schlussendlich ist das auch immer mit Risiken verbunden. Genau. Und darum muss man sich richtig vorbereiten, was ich am Anfang von dieser Sendung gesagt habe. Und ich werde es morgen wahrscheinlich wieder sagen. Es braucht 3 Sachen: mehr Test. Test, hey. Genau. Damit man mehr weiss. B, man muss das Tracking muss man anbringen auf einer freiwilligen Basis und man muss mehr Masken haben. Und auf die und auch, dass mehr Leute das Tracking sagen. Ja, bitte. Also ich bin mit allen 3 Maßnahmen einverstanden. Beim Tracking hat mir vor 3 Wochen ein Schweizer Startup ETH Spin-off geschrieben und gesagt, wir haben die Software, die haben wir schon x Millionen Menschen gebraucht. Dann habe ich die über den persönlichen Mitarbeiter vom Bundesrat Berset als BAG verwiesen. Jetzt schreibt mir der gestern Abend gesagt, Herr Silberschmidt, unsere App ist in Österreich live. Ich habe noch immer noch nicht gehört vom BAG, wie wir in der Schweiz weiter vorgehen. Und da erhoffe ich mir schon, dass wenn wir eben die Startups und die Spinners von ETH in der Schweiz haben, dass eben der Bund auch auf die Technologie zurückgreift. Das ist noch ein bisschen als mein Wunsch auch an die Exekutive dieser Zeit. Sehr interessant. Tun Sie uns doch melden, wenn der Unternehmer Botschaft bekommen hat oder einfach eine Antwort vom Bundesrat und wie die ausgefallen ist. Und danke vielmals für Ihre Worte, die ich sehr abgewogen und irgendwie sehr maßvoll empfunden habe, Herr Silberschmidt. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke. Schönen Sonntag. Schöne Ostern. Ja. Danke. Ja, ebenfalls. Schöne Ostern. Das war von unserem Talkradio heute. Wir sind morgen auch wieder da, würde ich sagen, Roger. Ist das einfach spannend, was da passiert. Das ist wie eine Wundertüte, was kommt an Meinungen. Ich will gar nicht alles nochmal da Revue passieren lassen, aber wir haben da den Flavio gehabt, wir haben Brigitte gehabt, wir haben Heidi gehabt, wir haben den Merli in Guggenheim gehabt und wir haben den Jot Jenny gehabt, den Stefan Büsser und so jetzt noch der André Silberschmidt. Informationen, Meinungen, Fakten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die Kommunikation aufrechterhalten. Und wie du gesagt hast, natürlich morgen wieder von 10 bis 12, auch am Ostermontag. Telefonnummer morgen.